zum letzten Mal. Warum erinnerst du dich nicht? Ich weiß es nicht. Gib mir eine Sekunde. Du versuchst es ja nicht mal. Deathloop, das ist doch dieses geheimnisvolle Spiel von Arcane Lyon. Mittlerweile wurde das Werk der Dishonored-Macher für PC und PS5 veröffentlicht und wir haben ausgiebig Zeit in dem Shooter-Action-Spiel-Mix verbracht. Neben packenden Schusswechseln, heimlichen Attentaten und komplexen Rätseln punktet der Titel auch noch mit einer spannenden Geschichte rund um den Assassinen Colt, Juliana und die feierwütigen Zeitschleifen-Fanatiker. Das stimmungsvolle Gesamtbild von Deathloop runden genau diese verrückten Charaktere ab. Auf der einen Seite sind das witzige Saufkumpanen, doch vor der anderen Seite sollten wir uns definitiv vorsehen, denn die ist ganz schön tödlich. Dennoch hegen wir für einige Figuren Sympathien, obwohl sie uns eindeutig an den Kragen wollen. Wir wollen einmal genauer darauf eingehen, warum das Zusammenspiel der Figuren und der Story in Deathloop so hervorragend funktioniert. Wir haben ja bereits häufiger darüber berichtet, dass das Actionspiel sehr viele Möglichkeiten bietet, um ans Ziel zu kommen. Jedem Spieler bleibt es selbst überlassen, ob er eher heimlich vorgeht oder die gelungenen Shooter-Mechaniken voll und ganz ausnutzt. Manchmal ist auch ein Mix aus beiden Varianten der richtige Weg. Die Story von Deathloop lässt sich dagegen linearer spielen, überzeugt aber mit ihrer geheimnisvollen Art und spannenden Plot-Twists. Es macht ordentlich Laune, Tag für Tag neue Hinweise zu finden, um näher an das perfekte Attentat zu kommen. Trotz der Zeitschleife wird es niemals langweilig, in die 4 Distrikte einzudringen und neue Wege zu finden, die 8 Visionäre auszuschalten. Okay, hier muss irgendwo ein Schalter sein. Einer der Visionäre ist die Assassine Juliana Blake. Unsere Gegenspielerin möchte verhindern, dass wir den Loop brechen und teilt uns das auch nicht nur einmal mit. Per Funkgerät sind wir nämlich ständig mit ihr in Verbindung. Oh, Scheiße! Die andauernden Dialoge der beiden Hauptcharaktere bringen uns häufiger zum Schmunzeln. Und es wird relativ schnell klar, dass die zwei sich in vergangenen Zeitschleifen schon häufiger begegnet sind. Juliana reagiert auf alle Aktionen und Entscheidungen, die wir auf der Insel Black Reef treffen und ist uns gefühlt immer einen Schritt voraus. Sollten wir ihren Visionärsfreunden wieder einmal zu nahe kommen, nimmt sie die Sache selbst in die Hand und versucht uns mit Waffengewalt aufzuhalten, immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Die komplette Story profitiert von den ständigen, sarkastischen Neckereien der beiden Charaktere. Mehr wollen wir hier aber nicht verraten. Also gut, was hast du heute gelernt? Wolltest du eine Antwort? Ich will wissen, ob du herausgefunden hast, wer du wirklich bist. Das ist leicht. Ich bin ein Trinker, manchmal ein Säufer, Mann der Insel. Alle kennen mich, alle hassen mich, geschickt mit einer Knarre, bin humorvoll, hab Stil und... Warum tragen hier alle scheiß Masken? Du hast dein kleines Hackemer-Dings vergessen, aber du schaffst das schon. Hackemer-Jig. Und ich hab satt, nach deiner Pfeife zu tanzen, jetzt bin ich am Zug. Auch unsere restlichen Zielpersonen melden sich zwischendurch immer wieder zu Wort. Allerdings indirekter als Juliana. Per Lautsprecherdurchsagen kündigt beispielsweise das komplett durchgeknallte Genie Charlie Montagu seine verrückten Spielchen an, bei denen die Opferzahlen schon mal in die Höhe schießen. Auch die Monologe des Radiomoderators Frank Spicer hören wir in schöner Regelmäßigkeit über die auf der Insel verstreuten Lautsprecher. An auffindbaren Terminals können wir außerdem Gruppenchats der 8 Visionäre nachlesen. Auch das ist ordentlich unterhaltsam, denn unsere versoffenen Gegenspieler sind sich in den meisten Diskussionen alles andere als einig. Neben den ganzen Dialogen untereinander dürfen wir natürlich auf keinen Fall Colts Selbstgespräche vergessen. Der arme Kerl möchte doch einfach nur wissen, wer er überhaupt ist und wie er die Zeitschleife brechen kann. Gleicher Tag. Das heißt, ich weiß schon, was passieren wird. Ja. Ich bin's leid, an diesem Scheißstrand aufzuwachen. Was? Soll ich das jetzt etwa jeden Tag bis in alle Ewigkeit machen? Nix da. Ich brech diesen Loop. Durch die Amnesie, die auf den Loop zurückzuführen ist, erweist sich das aber gar nicht mal als so einfach. Zum Glück helfen ihm Eingebungen, die in Schriftform über unseren Bildschirm flimmern. Und wie Juliana hat auch unser Held immer einen schlagfertigen Spruch zur aktuellen Situation parat. Ich hab wohl den Code vergessen. Vielleicht sollte ich diesen Code suchen.
Wie bereits erwähnt, passen die Charaktere in Deathloop perfekt zum stimmigen Gesamtbild. Neben Coles und Julianas Vergangenheit erfahren wir zwischendurch auch immer wieder nette kleine Infohäppchen zu den restlichen Visionären. Frank mag es beispielsweise etwas lauter und organisiert ein Feuerwerk über der Küste. Charlie betreibt ein Live-Action-Rollenspiel im Science-Fiction-Look und Harriet Morse experimentiert gerne an lebenden Objekten. Unsere Gegenspieler befinden sich irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Was erwartet man aber auch von reichen Leuten, die eine Zeitschleife entwickeln, um jeden Abend fetzige Partys zu feiern? Trotz ihrer Art bleiben uns einige der Figuren aber nicht mal unsympathisch in Erinnerung. Das wäre auch schlecht, schließlich müssen wir sie tagtäglich auf ein neues ertragen. Macht euch aber am besten selbst ein Bild von der geheimnisvollen Story, den witzigen Dialogen und den durchgeknallten Charakteren. Deathloop ist seit dem 14. September auf PC und PlayStation 5 erhältlich.